schlecht gegangen. Wir haben auch nur 4 Wochen proben wir beim Grünchen. Oh, fürchterlich. Grauen. Also Premiere war, habe ich mir gesagt, jetzt müssen wir anfangen. Entsetzlich. 4 Wochen. Ich habe fürchterlich den General, werde ich nie vergessen. Das ist auch die Generalprobe. Ich habe völlig versagt. Mhm. Aber völlig. Meine Frau war drin und die war kreidebleich. So schlecht war ich auf der Generalprobe von Altenkönig. Und der Gründgens. Er war sehr, sehr nett, muss ich schon sagen. Er hat sich kaum was merken lassen, aber das war so deutlich, nicht? Dass es also furchtbar war. Nicht? Ich war so mit so wilden Komikern umgeben, also ganz entsetzlich. Ein Mann, weiß nicht, wie der hieß, also aber der fürchterliche Sachen gemacht hat. Merkwürdigerweise hat Gründgen sich lassen. Und da habe ich eine Nacht für mich. Also habe nicht geschlafen. Nicht? Überhaupt nicht, sondern ich habe mich einen Moment hingelegt und immer wieder alles gemacht, mit Möbeln mir gestellt im Zimmer, gar nicht ausgezogen. Ich bin am Vormittag auf ein Toter. Auf die Durchbrechprobe gekommen und am Abend sage ich dem Gründgens, also wenn Sie den Abend, Sie haben sich wunderbar verhalten gestern, versucht mich nicht merken zu lassen und so, aber ich weiß, bin ja ein alter Gewerbetreibender, ich weiß, was los ist und meine Frau ist auch keine so Verstellerin und so. Die Chance für uns beide besteht darin, dass niemand, auf dessen Urteil ich gebe, im Theater ist. Also das heißt, meine Frau geht sowieso nicht. Und jetzt bitte ich Sie, mir nicht zuzuschauen. Dann haben Sie eine Chance. Ne? Ich sage, Sie schmeißen mich aus dem Theater hinein. Also ich schätze, man sagt, ich bin schreckgelähmt. Also das gibt es. Da hat er Folgendes gemacht, was ich jetzt nachher erfahren habe. Das ist ein echter Gründgens. Er war oben irgendwo und hat zugesehen. War kein Mensch. Und hat 4-mal meine Frau angerufen. Und ich war sehr erfolgreich. Sofort. Da kam so ein alter Zirkusgaul, nicht wahr? War Publikum und bumm. War also ich mit dem Mann. Und er hat telefoniert, er führt und die Leute lachen, er Szenen abbaut, er jemand. War sauer. Wurde also ein Bum-Bum-Bum-Erfolg, nicht? Beim Sohn zu vielten Vorhang, sagt der Gründgens, wir waren oft zu zweien vor den Vorhang gegangen, zu dem Inspizienten. Der wievielte ist das? Hat nicht gesehen, war ich, also viel war es. 40, 45 oder was, nicht? Sagt er, das ist ja mehr als in Räubern. Sagt er, ja, so mehr. Und da wurde das Auge von dem Gründgens eiskalt. Eiskalt und dann ging der eiserne Vorhang herunter und ich sagte, gehen wir doch zusammen hinaus. Da sagt er zu mir, auf diese Weise komme ich endlich einmal vor den eisernen Vorhang in meinem Theater. Und von dem Moment war er mein Todfeind. Aber wirklich, also Todfeind ist übertrieben, weil wir gar nicht so leidenschaftlich zueinander standen, aber nie wieder. Er hat mich ausbezahlt, als ich hatte noch einen Regievertrag. Den hat er ausbezahlt. Es entstanden furchtbare Situationen. Und ich habe ihn nie wieder gesehen, bis ungefähr einen Monat vor seinem Tod. Da kam er plötzlich zu mir.
um mit mir, da war er weg von als Intendant vom Schauspielhaus, nehme ich wieder zu. Nein, das ist voll, dass wir hier haben. Was? Findet das auch? Nein, nein, läuft nicht. Wie? Läuft nicht. Bestimmt nicht. Das ist privat, nicht? Das wäre ein Überfall, wenn Sie das machen. Und er, der Schuh war sein Nachfolger geworden. Und es war die Rede davon, dass ich mit dem Gründgens den Lier mache. Und deshalb kam er zu mir. Und wir waren verabredet. Ich hätte mich interessiert, nicht? Ich habe ihm gesagt, Sie wissen aber doch, ich bin nicht so schnell wie Sie und ich brauche viel. Er sagte, ja, ja, er weiß alles, aber es ist erst so ausgepumpt. Und es war so merkwürdig. Er kam um 8 und ging um 2 Uhr weg. Und ich sprach von meinen. Er hat sich nach meinen Sohn erkundigt, meiner Tochter, nach meinen Enkelkindern. Und ich musste Bilder zeigen. Er verlangte. Nicht? Und dann haben wir uns ein Rendezvous gegeben in Hamburg im Dezember. Und da wollten wir die Proben arrangieren und so. Und dann kam die Nachricht. Das war das einzige Mal, seitdem ich mit ihm nach, und das ist also vielleicht eine Frist von 10 Jahren dazwischen. Das ist doch merkwürdig, ne? Ja. So, ich hatte den Eindruck eines ungeheuer einsamen Menschen. Ja, ja, das war. Das ja, also diese Männer dieser Art sind ja dann in diesen Jahren noch einsamer als die anderen, ne? Ja, ja. Da immer noch Steigerungen möglich sind. Ja. Doch, die beiden Dinge da, die habe ich gestern auf der Probebühne gefunden. Die haben vergessen, ihre Texte mitzunehmen.